Am besten ist es immer, wenn man professionell intuitiv vorgeht. Denn Intuition ist oft viel zielsicherer und geschärfter als eine empirische Untersuchung. Bei einer empirischen Untersuchung kann immer was schiefgehen. Da gibt es alle möglichen Effekte, Kannibalismus-Effekte und so weiter, wo am Ende nur mehr das rauskommt, was der Auftraggeber oder die Agentur möchte. Also viel besser ist es, dass man mit geschärften Sinnen sich eine Inszenierung anschaut, merkt, wie man selber darauf reagiert. Und man sollte natürlich einen nicht nur intellektuellen, sondern auch emotionalen Bezug zur eigenen Marke haben, zu dem, was man macht, und zum Zielpublikum haben. Dann wird man schon das Richtige machen. Dann weiß man, wie weit man gehen kann und was vielleicht lieber nicht gemacht werden sollte.